Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist das? Ich hätte schon gedacht, vielleicht wäre ja wieder eine Doppelfolge dran gewesen. Aber nee, leider doch nicht. Oh krass, ich sehe gerade, Jugulas hat ja auch schon bei der letzten Folge geantwortet. Das heißt, ich muss gar nicht eine Folge zurückgehen. Fangen wir auch direkt mit Jugulas an. Kann es sein, dass du links vom Fluss, also auf dem Granit, einen Schiefer gesetzt hast? Wo? Er hat auch noch recht. So eine Schande. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich sagen kann, ah, Jugulas, was ist los mit dir? Aber nein, er hatte recht. Scheiße. Schande über mich. Ja, wenn wir jetzt hier schon Zufallsgranit machen, dann nehmen wir auch diesen einen hier rein. Zack. Haben wir noch irgendwo was weggeruppt, wo noch hin muss? Viel zu aufdringlich. Erstmal hier den Speedy wieder rein. So, dann kommen wir auch direkt zu den Kommentaren von Dinom. Ich sag direkt mal was zu dem ganz langen Kommentar von dir, Dinom, wo du darauf eingegangen hast, wegen dem Politiker mit alle korrupt und sowas. Also, vielleicht kam das nicht so rüber, aber es war schon klar, dass das, also für mich, mehr so schon in die Richtung Ironie geht. Deswegen habe ich es ja auch öfter betont und wiederholt. So in die Art. Also, das war nicht ernst gemeint. Und, ja. Also, ich werde auch auf den Kommentar jetzt nicht eingehen. Ich will den so nicht vorlesen. Und du hast dann natürlich auch vollkommen recht. Gut, was die Medien sagen, keine Ahnung, weil ich gucke mir keine Medien an. Ich gucke Netflix und YouTube. Also die einzigen Medien, die ich gucke, ist tatsächlich GameStar. Wobei ich gucke Heute Show. Aber Heute Show ist ja mehr Satire. Alles, was sie da labern, nehme ich nicht so für voll. Also nicht so ganz. Manche Sachen denke ich mir dann so, oh krass. Aber gut. Andere Karte, hier regnet's. Gut, Regen macht keinen Unterschied. Naja, also ich will da jetzt auch nicht drauf eingehen, deswegen, ne, weißt du Bescheid. Nimmst du nicht übel, aber wir müssen nicht die ganze Zeit darüber diskutieren. Wir haben ja, wir müssen ja hier RimWorld. So. Du hast beim linken Lagereingang, jetzt muss ich doch wieder rüber, etwas zu viel überdacht, glaube ich. Wir müssen mal gucken. Hast du recht. So. Und auf einer Seite kann beim Eingang noch ein Blumentopf auf einen der einer Felder. Nur auf einer Seite, weil auf die andere später eine Skulptur kommt. Gut, dann machen wir auf die linke Seite den Blumentopf. Aus was für mit haben wir den hier? Ich glaube aus Metall, ne? So richtig dickes Metal. Ah ne, Stahl. So, hier kommt eine Skulptur hin. Das heißt, wir müssen noch mal eine... Wir haben gar keinen Tisch. Ja. Doch hier, klar haben wir einen Tisch. Alter. Wir haben auch ziemlich viele Blöcke. Was könnte, würde sich denn geil abheben? Kalk, ne? Da muss aber eine kleine hin. Alter, es gibt so viele verschiedene. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Wir bauen von jedem eine. Aber erstmal natürlich verbieten. Hä? So. Denn wir müssen hier herstellen aus was für ein Material. Und dann gucken wir uns die alle mal an.
Potterie müsste ja eher so Vasen, Schüsseln sein und sowas, ne? Immer sogar Statuen. Keine Ahnung, was Carving ist. Hier ist noch eine Large-Statue. Noch eine Riesenstatue. Ein Monument. Ein Relief. Ein Pillar of Eternity. Wie? Aber da fehlt doch eins. Ja gut, da müssen wir erstmal eins bauen. Aus was wird da... Oh. Den Board nehmen wir mal raus. Den können wir nämlich nicht herstellen. Weil dafür fehlt uns die Materialien. Alles löschen. Wir aktivieren nur... Granit, Kalk, wobei hier können wir eigentlich alles, davon haben wir ja nichts, ne? Also kommen hier Steinblöcke an. Aktivieren. Alles löschen, an. Aktivieren. Alles löschen, an. Aktivieren. Alles löschen, an. Aktivieren. Ne, jetzt habe ich... Doch, ist richtig. Alles löschen. An. Aktivieren. Alles löschen. An. Aktivieren. Alles löschen. An. Aktivieren. Alles löschen. An. Wie viele sind denn das, Alter? Das hört ja gar nicht mehr auf. Irgendwie ist die Musik geil. Frag mich nicht warum. Ey, ich komme gerade durcheinander, weil ich gar nicht mehr aufpasse, weil ich hier einfach klicke, mache, tue, handle. Kacke. Kackenhandle. Handelkacke. So, weiß Bescheid, ne? Die Norm ist aber, glaube ich, noch auf Bauen. Bauen, bauen, bauen. Nee, gar nicht. Auf Handwerk. Tatsächlich. Das heißt aber, die Steine sind weg. Was hast du denn bei Kunst? Kunst 5 als letztes. Ja gut, da muss er erstmal bauen, ne? Jetzt muss ich auch wieder vertreiben. Kann doch nicht sein. Jetzt mal auf hier. Was ist los, ey? Kann ja nicht wahr sein. Guck mal, jetzt werden hier sogar Blöcke gemacht. Die Blöcke, die nehmen wir hier mal raus. Das ist ja kontraproduktiv. Wir machen Brocken raus. Mechanodruiden ist richtig. Wir nehmen die Kleidung raus, tatsächlich. Waffen ist okay. Hier ist auch alles okay. Die Rohstoffe, die wir jetzt eigene Dinger haben, die nehmen wir raus. Also Steinblöcke raus. Kupfer raus. Aluminium raus. Bambus raus. Eisenholz raus. Gold raus. Holz raus. High Grade raus. Jade raus. Plastahl raus. Wobei ungehärtet nehmen wir mal rein. Redwood raus. Silber raus. 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 So, somit wären die schon mal raus. Hergestellt.
Bauteile. Raus. Fortschrittliche Bauteile. Raus. So, Stoffe müssen wir jetzt natürlich auch noch rausholen. Wobei, die Stoffe könnten wir eigentlich drin nachlassen. Die müssen wir wahrscheinlich sogar drin lassen. Aber egal. Einstellung, kopieren. Machen wir hier schon mal einfügen. 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 Die Non-Bomber bitte den, damit ich den auch fertig eingefügt habe. Danke. Gunpowder. Einfügen. Pemmikan. Hier fehlt voll die Außenbeleuchtung, das geht gar nicht. Hier fehlt generell noch voll die Beleuchtung. Gut, hier ist noch gar kein Strom gelegt. Ja gut, wir sind mit dem Glätten tatsächlich noch nicht so weit. Hier auf der Seite sind wir schon auf jeden Fall weiter. Okay, das wäre natürlich interessant, weil wir müssen, weil wir den nicht nutzen können. Brauchen wir den überhaupt, ist die Frage. Oder sollen wir den lieber hierhin machen? Dann versuchen wir es hier nochmal mit dem Blau. Hier haben wir, glaube ich, auch Blau, ne? Ja. Das Blau müssen wir aber schon noch ein bisschen abschwächen. Müssen wir mal gucken, wie es nachher aussieht. So, wenn wir da machen, müssen wir so oder so... Wir müssen hier irgendwie einen Stromkabel rüberlegen. Alter, die Forschung, die rusht hier gerade aber durch, du. Wer forscht denn hier alles? The Michael! Die sehen auch immer gleich aus, ne? Ich meine, die sehen eigentlich unterschiedlich aus. Habe ich da irgendwas falsch eingestellt, dass die alle so aussehen müssen? Ich meine, das war mal anders. Wo sind denn die Trading Ships? Das ist jetzt die Farbreichweite oder was?
Machen wir alles auf Maximum, weil die können ja ruhig alle anderes Farben haben. Okay, da ist mir jetzt zu viel Schwarz drin. Ja, das ist doch eine gute Durchmischung, oder? Ich will nur die ein bisschen heller haben. Komm, lassen wir so. Zack. Sehr schön. Ist ja doof, wenn die alle schwarz sind. Bauteile brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wir können aber wieder unsere Drogen loswerden. Wir haben gar nicht so viel Geld. Was ist los mit denen? Fleisch verformen. Wir kaufen uns jeden Blueprint. Na gut, jetzt sind hier... Wieso hat ein Waffenhändler noch einen Gartenbot? Ja, wir brauchen viele Gartenbots eigentlich, aber den will ich eigentlich nicht, weil es gibt bessere. Ist ja nur Tech 1, ja. Aber wir können so eine Gartenbot-Armee eigentlich aufbauen. Also der ist auch noch billiger. Wir sind sowieso vom Platz Preis drüber. Wie wär's denn? Hast du nicht noch irgendwie sowas, was wir kaufen könnten und gebrauchen könnten? Bauteile zum Beispiel. Medizin zum Beispiel. Gut, so viel. Alter, hat der viel Medizin. So viel Medizin brauchen wir gar nicht. Wir haben nämlich eigentlich Medizin. So, der Gartenbot. Wir brauchen echt einen Raum für die Bots. Alle aktivieren. Der Küchenroboter, der war gar nicht aktiviert. Eine Schande. So, das sind hier drei, ne? Was ist unser anderer? Ist ein Vierer. R3 K. Ja, eigentlich müssten wir den dann auch K2 nennen, oder? Egal, wir nennen K1, weil der ist ja dasselbe Tier. So, der Gartenbot kriegt natürlich auch noch einen Namen. R1 G2. So. Sehr cool, den zweiten Zweier hatte ich gar nicht gesehen, supi. Ich fand den Einser Marmorweg zwischen den Sümpfen im Lager übrigens cool. Schade, dass du ihn wieder entfernt hast. Aber kannst selbst entscheiden, was für einen... Ach, du meinst hier? Kann das sein? Ich kann ihn ja machen. Ist ja kein Ding. Machen wir hier noch einen hin. Kann ich sogar hier noch einen Vierer hinmachen. Jetzt habe ich hier irgendeine Einstellung eingefügt. Finde ich gut. Scheint die richtige gewesen zu sein. So, hier scheinen noch Säulen hin zu müssen. Hier oben brauchen wir zum Glück gar keine Säule. Hier scheint alles gut zu funktionieren. Ah, hier ist einer. Okay.
platziere die jetzt einfach irgendwie, irgendwo und irgendwann. Ich glaube, das müssen wir eher so machen, ne? Einfügen. Jetzt machen wir hier eine ganz rote Ecke hin. Wobei, könnten wir Farben mischen? Müssen wir mal ausprobieren. Wie das aussieht. Haben wir überhaupt genug Stahl, ist die Frage. Ja. Ist ja gerade echt extrem dunkel hier. Das Dach müsste man ja nicht jetzt zumachen können. Was macht denn die Norm? Er richtet Dach. So, Dach ist errichtet. Muss natürlich die ganze Zeit Stahl geholt werden. Und erstmal offen halten, solange die Autotür nicht drin ist. Es funktioniert tatsächlich sehr nice. Da können wir auf jeden Fall ein paar Farbkombis rausknallen. Es wäre auch traurig, wenn das nicht geklappt hätte. Ich reiß die Säulen tatsächlich wieder weg. Können wir natürlich so nicht machen. Wir müssen erstmal das Dach entfernen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das war. Deswegen machen wir das erstmal so alles weg. Das müsste, glaube ich, alles sein. Und wir tauschen diese Säulen hier aus. Gegen solche Säulen. Denn an diese Säulen kann man keine Lampen dran befestigen. Aber wir brauchen ja die Lampen. Um verschiedene Lampen, also um hier verschiedene Sachen zu beleuchten. Denn ich will ja nicht das Lager vollklatschen mit Stehlampen, sondern hier nur Walllights. Können wir mal probieren. Nee, geht nicht. So, wo sind wir stehen geblieben? Auf meiner Karte oben rechts sind noch Bauteile.
Ja, wir brauchen ja im Moment keine, oder? Also die habe ich ja vorher schon gesehen. Warum liegt hier... Na egal. Na gut, so viele Bauteile haben wir jetzt auch nicht. Na gut, dann ruppen wir sie raus. Wir holen jetzt aber erstmal nur die Bauteile raus. Ist wohl direkt zurückgezogen, ne? Ich überlege gerade, ob wir diesen Verteidigungsteil irgendwie woanders hin machen. Also weiter nach vorne, dass die hier mit drin sind. Oh nein! Aha! Kann ich auch. Das war knapp, ey. Weißt du, da schicke ich echt den Roboter zurück und dann sowas. Ich überlege gerade, ob wir mal anfangen sollen, weil Jugulus hat ja gesagt, dass wir hier machen sollen. Wir hängen ja jetzt die ganze Zeit tatsächlich hier auf der Karte rum. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ja. Ich mache mal hier noch mal einen weißen hin. Und hier zwei gelbe. Der kann übrigens wieder weg. So, jetzt könnten wir mal anfangen, noch andere Böden zu nutzen. Gut, die sieht man hier nicht, deswegen ist es da nicht so wichtig. Marmor will ich da nicht drin haben. Kalkgranit könnte interessant sein. Machen wir erstmal bis dahin und nicht weiter. Hier müssen wir noch einen heller machen. Hier ist noch zu dunkel. Durch das Blau ist es generell hier ein bisschen dunkel. Ich versuche es ein bisschen heller zu machen, ohne das Blau wegzunehmen. Ich finde, es kann da auch ruhig ein bisschen dunkler sein.
Okay, die sind durch. Dann kann ich die jetzt wegreißen nochmal. So, jetzt habe ich mich aber lang genug gedrückt. Liegt hier ein Brocken drunter oder ist das normal? Es scheint normal zu sein. So, wir haben ja jetzt hier nochmal zwei. Ich will hier auf jeden Fall einen Weg haben. Dass wir hier sozusagen Stühle hinsetzen könnten. Aus Stahl. Und hier auch. Das ist so der Plan. Die sind einen breiter, also müsste ich es hier hin machen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die hier sind. Wenn die jetzt hier ballern, die Laser, und die meine Leute jetzt da arbeiten. So, und wir haben natürlich hier den Weg hier durch. Genau das meinte ich. Scrabble? Scrabble war hier auch drin. AK, wieso gehen die denn alle hier durch? Können die mal schneller lasern? Boah, das war knapp, du. Also, wir haben AK verloren, wir haben Scrabble verloren. Naja, was soll's. Ich meine, AK hat ja die ganze Zeit eh nur Kinder gezeugt und hat dann die Leute verlassen. Also, das war ja ein richtig böser Mann, ja. Also. Ist natürlich scheiße, ne? Aber was willst du machen? Das ist ein Scherz, oder? Gut, ich hoffe, wir können mit der Trockenpumpe das wegtrocknen. Müssen wir mal probieren. Jetzt haben wir dann hier einen Weg rein. Wo ich jetzt hier die Ressourcen-Racks mache. Also wir haben AK verloren und Scrabble. Das ist bitter. Aber ich werde natürlich nicht laden.
Und wir haben ganz viele von den Dingern hier verloren. Und wir haben Elefanten verloren, das jetzt am wenigsten schlimm ist. Tatsächlich. Die will ich ja eh loswerden. So, aber ich wollte hier jetzt anfangen, Lager zu bauen. Wir haben ja hier jetzt nicht so wirklich Steine, ne? Wir haben aber ziemlich viel Schiefer, so wie es aussieht. Das heißt, wir bauen auch Schiefer. Hä, die wollte ich gar nicht. Wo sind die Ressourcen-Racks? Hier. Oder sollen wir lieber die bauen, weil dann könnten wir vielleicht mehr nebeneinander. Wieso kann ich hier nicht bauen? Könnte ich auch mehrere? Theoretisch, ja. Hast du mir nicht zugehört? Den tust du jetzt ganz schön reparieren, ja? Reduzierte Geschwindigkeit, weil im Freien. Aha. Ich wusste gar nicht, dass die für drinnen sind. Na gut, das ist jetzt auch egal. Kann man die denn, wenn die auch sowas haben, kann man die dann auch buffen mit Werkzeugkisten? Habe ich hier nirgendwo eine Werkzeugkiste? Ist das denn ernst? Ist ja gut. Divers. Leck. Da kommt ein Quest oder sowas. Oder ein Speichern. Siehst du? Enorme Struktur. Wir wollen keine Struktur bauen. Weißt du, da kommt der Quest und das Speichern direkt hinterher. Mein lieber Scholli. Nee, das wäre jetzt krass gewesen. Wenn das eine Scarecrow. Das ist ja cool. Ja, sowieso so viele Teile jetzt bekommen. So viel Forschung. Kann ich überhaupt gar nicht alles nachgucken. Also, ich will hier das Storage jetzt bauen. Komm, die gehen hier rein und ruppen hier erstmal weg, ja. Wir können ja hier schon mal gucken, wie viel brauchen wir denn, weil hier haben wir ja alle, ne? Wir ziehen aber Jade, die tun wir damit rein. Das heißt also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder wir tun zumindest Jade mit rein. Also 8. Gold machen wir dann extra Lager. Oder auf jeden Fall ein enges Lager.
Oder soll ich die mit Quaris machen? Mit Quari lagern? Das wäre krass auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall heftig. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, wo sind denn die Quari-Lager? Hier haben wir den Quari. Alter, Sandman ist aber gut dabei. Oh krass, Alter, wir haben ja hier... Scheiße. Wir haben den halben Sumpf weggetrocknet, das war nicht geplant. Strom. So, Böden. So, noch irgendwo einen vergessen? Nee, gut. So, wo sind die Quari-Lager? Wo könnten die sein? Aus was machen wir die denn? Auch aus Schiefer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. So, Autotür. Ich hoffe, hier stürzt nachher nicht was ein. Kann nämlich gut passieren. Das ist ehrlich gesagt gar nicht, was wir jetzt mit AK und Scrabble alles an Skills verloren haben, wie die wir ersetzen müssen. Ich glaube, da typisch wäre natürlich Kochen und sowas. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Die wurden auch bestimmt schon geschlachtet, ne? Ich meine, die haben ja bestimmt noch Schlachte alles drin. Zumindest weiß ich nicht, wo die Leichen... Oder die Leichen sind einfach weggebrannt worden von dem Laser. Kann natürlich sein. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen heftigere Verteidigung. Wir haben aber noch gar nicht so viel. Ein Armor Crate? Natürlich nicht schlecht. Ja, die können wir leider nicht. Die müssen wir irgendwas für herstellen. Die Flammenwerfer wäre eigentlich hier Kacke. Wir können irgendwann anders da mal eine richtige Todeszone bauen. Dann können wir das machen. Der war, glaube ich, schon am weitesten weg, ne?
Ich reiß diese Zone hier mal weg. Oder ich lasse erstmal stehen. Ich habe jetzt überlegt, hier ein Stromkabel hinzuziehen und dann hier eine Turret Front zu bauen. Das ist alles nur für wilde Tiere. Eigentlich will ich Sniper-Turrets. Was soll denn das? Wir haben überhaupt keine Verteidigung hier. Wobei, ich kann die da hier oben hin machen. So, jetzt haben wir unsere Verteidigung. Ich will die nicht auf dem Weg stehen haben, aber ich will jetzt hier auch kein Stromkabel dahin machen. Okay, ist noch nichts eingebrochen. Sehr schön. Warte noch, bis der durch ist. Und dann muss ich die Folge beenden. So, alles löschen. Bevorzugt. Also machen wir erstmal Einstellung kopieren. Stahl. Einfügen. Sky. Einfügen. Titan. Einfügen. Uran. Einfügen. Silber kommt hier nicht. Plastahl. Hatten wir den schon? Ja. Einfügen. Jade. Einfügen. Gold kommt hier auch nicht. Kupfer. Einfügen. Au. Medium. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Die können alle weg. Wir machen mal Böden glätten. Also Oberflächen. Hier fehlt uns tatsächlich jetzt Granit, da müssen wir nochmal eine Tour losschicken. Machen wir beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao!